Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Naomi. Und ich bin Liam. Herzlich willkommen bei uns im Online-Kindergottesdienst von Mosaik. Heute in einer Woche ist Ostern. Wisst ihr eigentlich, was da passiert ist? Heilen wir doch den Osterhasen. Was wird los so? Den Weihnachtsmann? Nein, da feiern wir doch, dass Jesus vom Tod auferstanden. Ach so, dann muss ich ja meinen Gehirn anschalten. Heute geht's weiter mit Förster Dag und der Ostergeschichte. Los geht's! Hallo, ich bin Förster Doug. Und wer seid ihr? Ah, jetzt weiß ich's wieder. Schön, euch zu sehen. Mann, was hatten wir eine stressige Woche. Wisst ihr noch, letztes Mal, da habe ich euch erzählt von der Dachsmama, die die ganzen Babys bekommen hat. Und in den letzten Tagen, da haben wir uns in unserem Versteck verkrochen, um die Dachsfamilie zu beobachten. Es ist so spannend, wie sich die Dachsmutter um ihre Babys kümmert. Sie reinigt sie, sie füttert sie, sie kuschelt mit ihnen und sie beschützt sie. Die Dachsmutter hat ihre Babys wirklich ganz arg lieb. Oh, hi Katie, was machst du denn hier? Nun, ich wollte gerade auf unserer Förster-Webseite im Internet schreiben, dass es der Dachsfamilie gut geht. Ah, das ist gut. Und ich dachte, ich schaue auch gleich mal auf dem iPad, ob uns irgendjemand geschrieben hat. Oh, schau mal, da kommt gerade was rein. Oh, stimmt. Warum arbeitest du gerne im Wald? Das ist eine gute Frage. Es gibt so viele Gründe, warum ich gerne im Wald arbeite. Ich arbeite gerne mit den Tieren. Ich arbeite gerne im Freien. Ich arbeite gerne mit den anderen Förstern. Und ich liebe es, dass ich jeden Tag daran erinnert werde, wie besonders Gott ist, weil ich jeden Tag seine Schöpfung sehe. Na klar, es gibt auch Tage, die sind sehr anstrengend. Aber meine Liebe für den Wald und für die Tiere hört niemals auf. Das erinnert mich an eine Geschichte aus der Bibel. Sie ist Teil der Ostergeschichte. Jesus wusste, dass er sterben würde. Er hätte einfach aufgeben können, aber das tat er nicht. Er wusste, es gehört zu Gottes großen Rettungsplan. Er tat es, weil er uns lieb hat. Ich frag mich, sitzt heute jemand vorm Geschichtenzelt? Hallo, mein Name ist Joe und das ist der dritte Teil der Ostergeschichte. Petrus versteckte sich vor den Soldaten, als sie Jesus wegführten. Er verstand nicht, was vor sich ging. In einem Moment saßen sie zusammen im Garten und im nächsten waren sie von Soldaten umgeben, die gekommen waren, um Jesus wegzubringen. Petrus war sehr ängstlich. Er setzte sich neben ein Feuer, um sich warm zu halten. Ein Dienstmädchen starrte ihn an. »Bist du nicht einer seiner Freunde?«, fragte sie. Petrus sprang auf. »Nein!« und antwortete, »ich kenne ihn nicht«, flog er. Wenig später versteckte sich Petrus in der Menge. Da sah ihn jemand anders und sagte, »Ich bin mir sicher, dass ich dich mit diesem Jesus gesehen habe.« »Ich glaube, du irrst dich«, sagte Petrus. »Ich kenne diesen Mann nicht.« Petrus zog weg, um sich irgendwo anders zu verstecken, aber nur so weit, dass er Jesus noch sehen konnte. »Ich bin mir sicher, dass ich diesen Mann bei Jesus gesehen habe«, sagte jemand, der Petrus nahestand. »Seht, er ist ein Galiläer.« »Ich sag dir, ich kenne diesen Mann nicht«, antwortete Petrus. Als er sein letztes Wort sprach, krähte ein Hahn. Und Jesus drehte sich um und er sah Petrus. Sofort erinnerte sich Petrus daran, dass Jesus gesagt hatte, dass er, Petrus, Jesus dreimal verleugnen würde. Petrus war sehr traurig und lief davon. Jesus wurde weggebracht und auf einen Hügel geführt und an ein Kreuz genagelt. Einige von Jesu Freunde waren auch dort. Sie waren so traurig zu sehen, was mit Jesus geschah. Sie verstanden nicht, dass das alles Teil des großen Rettungsplans war. Die Soldaten lachten über Jesus. Sie wussten nicht, wer er war. Sie nahmen seine Kleider und würfelten darum. Obwohl es nur Mittag war, wurde der Himmel dunkel. Die Sonne war nicht mehr zu sehen. Schließlich sagte Jesus, es ist vollbracht. Er schloss seine Augen und starb. Er hatte es getan. Jesus hatte die ganze Welt gerettet. Es waren nicht die Nägel, die ihn am Kreuz hielten, sondern die unermessliche, große Liebe, die er für jeden von uns hat. Als der Boden bebte und der Vorhang im Tempel zerriss, war Gottes Rettungsplan in die Tat umgesetzt. Jesu Freunde nahmen seinen leblosen Körper vom Kreuz herunter. Sie legten ihn in ein Grab. Die Soldaten wollten sicher sein, dass niemand kommt und Jesus wegnimmt. Deshalb rollten sie einen riesigen Stein vor den Eingang des Grabes und stellten Wachen davor, um sicher zu sein, dass niemand hineinkommen konnte.
Die Freunde von Jesu waren so traurig und verunsichert. Sie konnten nicht verstehen, warum Jesus sterben musste. Sie waren sehr traurig. Aber damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Das Beste sollte noch kommen. Jesus würde nicht tot bleiben. Er würde nicht im Grab bleiben. Gottes verblüffender Rettungsplan entfaltete sich. Was für eine tolle Geschichte, oder? Es ist eins, jemand zu sagen, dass man ihn lieb hat. Aber es ist doch mal was anderes, es ihm auch zu zeigen. Jesus hat uns seine Liebe am Kreuz gezeigt, damit wir mit Gott wieder befreundet sein können. Und Jesus möchte, dass wir auch anderen die Liebe zeigen. Wir können unseren Familien Liebe zeigen, indem wir zum Beispiel im Haushalt zu Hause mithelfen. Oder wir sind einfach nett zu den Menschen um uns herum. Wir können Liebe zeigen, indem wir großzügig mit anderen teilen. Oder wir können unsere Liebe zeigen, indem wir die Ostergeschichte mit unseren Freunden teilen, damit sie auch Freunde Gottes werden können. Du, ich glaube, wir sollten jetzt zurück ins Versteck, um die Dachsfamilie zu beobachten. Wir müssen jetzt los, Kinder. Aber nicht vergessen, Jesus möchte, dass wir anderen unsere Liebe zeigen. Schön, dass ihr dabei wart heute. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war schon wieder. Nächste Woche ist Ostern. Das müssen wir feiern. Wir sehen uns dann wieder. Viel Spaß beim Eierfärben. Tschüss. Auf Wiedersehen.